Hey, ihr Killerbienchen, willkommen zurück zu The Last of Us 2. Oh, Ellie hat Durchfall. Was ist dein Durchfallgesicht? Ja, es geht weiter bei den Rattlern. Wir haben hier so viele kalt gemacht, meine Güte. So viele Rattler und wir haben, glaube ich, nicht mehr wirklich viel Munition. Oh, nee. Es sieht eigentlich doch ganz gut aus, aber wir haben echt wenig. Wir haben viel verschossen. Oh, mein Gott. Und es findet hier kein Ende, glaube ich, so langsam. Hier schon wieder Musik. Die Battle-Musik. Oh, komm schon. Da ist ganz schön viel Zeug. Oha. Da kommt schon jemand. Oh. Oh, es ist so böse. Dass man die auch noch so ein bisschen... Ja, so fieses klingt, man hat noch ein bisschen Spaß dabei. Oh, sie hat den Pfeil gefressen, aber im wahrsten Sinne. Tut mir leid, ich brauch den wieder. Auch wenn er schmeckt. Mann, 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 was für Blut und Morde hier die ganze Zeit. Es nimmt kein Ende. Aber ja, so ist es halt. Es ist brutal. Jung, brutal und gut aussehend. Ellie. Was haben wir denn noch hier? Ich glaube auch nicht, dass es so bald aufhört hier mit dem Killen. Das scheint wirklich jetzt so das Finale langsam zu sein, so wie das Firefly-Krankenhaus damals. Oh, eine Nachricht. Hier. Jenny, ich schicke euch etwas Fleisch, Grapefruit und Kartoffeln, die ich gerade bekommen habe. Sie waren beeindruckt davon, wie viele Streuner ich geschnappt habe und sie wollten mich belohnen. Wir haben die beste Ernte, seit wir uns hier niedergelassen haben. Bitte sorgt dafür, dass meine Mutter die fettigen Stücke bekommt. Sie hat neulich viel zu dünn ausgesehen. Pat. Das Krasse ist ja, ich glaube, in so einem System hier, so ein geschlossenes System, das funktioniert auch hervorragend. Die unterstützen sich gegenseitig, die sorgen füreinander, die haben wahrscheinlich Patrouillen eingerichtet, die haben Jobs verteilt, wer was machen muss. Und all das ist ja auch super gut, aber ich denke mal so, an sich ist halt nichts ganz sauber hier, weil man sieht es ja auch an den Wolves zum Beispiel, die wirken nach außen recht organisiert, militarisiert. Alles hier wunderbar, aber dann foltern sie Leute, genauso wie die Seraphiten, die sind alle für sich genommen. Ja, die sorgen füreinander, die haben eine ganz gute Gemeinschaft, alles läuft. Aber trotzdem sind sie sehr fanatisch gegen Außenseiter und töten alles, was über ihre Grenzen kommt. Und ich glaube nicht mal, dass Jackson hundertprozentig sauber ist, dass die da alles so machen, dass sie sehr human sind. Wahrscheinlich wegen der Abgeschiedenheit können sie sich das erlauben, aber ich glaube, so eine Gemeinschaft hier, die muss halt stark sein in dieser Zeit. Und wer das nicht ist, ja, die wird zersprengt und alle sterben. Deswegen, also Jackson, wie gesagt, das sah alles sehr, sehr schön aus, aber wahrscheinlich hat es auch seine Schattenseiten. Wir werden es nie erfahren. Ich wollte es nur nochmal für mich so vielleicht gedanklich zusammenfassen. Weil das hier wirkt ja auch eigentlich alles ganz cool mit dem Gemüse, aber dann haben sie halt Sklaven, weißt du? Es ist halt immer irgendwie so ein bisschen filmschig alles. Hier sind auch wieder welche gleich. Alles voll. Ne? Oh, doch. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Bestimmt ein verfluchter Streuner. Scheiße. Ausschwärmen. Bewacht den Turm. Scheiße, egal. Kampf von da drüben. Das war schon wieder super.
Kann ich die von hier erledigen? What? Wo bitte kam der jetzt von hinten? Wo kam der jetzt her? Ich glaube, ihr wollt mich veralbern, ne? Was das? Ich will da so einen Haufen Leichen. Kommen wir hier vor wie beim Multiplayer so langsam. Sehr schön. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, das ist es alles wert für Sie mit Abby. Guck mal, die haben sogar Poker gespielt. Und Tischtennis. Diese Scheinwerfer, die sind echt widerlich. Die blenden noch eher, als dass sie helfen.
alles klar. Das war wieder einer dieser Abschnitte, die man dann versperrt und es kommt keiner mehr nach. Hätte ich da jetzt theoretisch auch durchrennen können? Oder durchschleichen, besser gesagt. Rennen ist ja nicht immer so gut. Oha. Verdammt! Ich hab die Schlüssel! Ja! Die Tür! Zu den Waffen! Los, 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 mach schon! Los! Hier! Okay, los! Auf geht's! Hey, wo? Wo ist Abby? Sie hat einen Biss! Zurück! Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich! Hey! Abby wollte abhauen. Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nichts zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Na los! Schon wieder zu spät, verdammt. Wo steckst du? Happy. Ah, verdammt. Ach, Ellie. Ich glaube, die Gefangenen kommen leider nicht weit. Bei den Säulen. Oh. Scheiße. Geh zum Strand. Wow. Ach du Scheiße. Das sind also die Säulen. Boah, ihr seid so kranke Schweine. Abby? Oh, die lebt sogar noch. Puh. Das Abby. Ach du Kacke. Oh nein. Abby. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Da hinten liegen Boote.
Boah, krass, ich hätte nicht gedacht, dass... Oh, scheiße. Ach du Scheiße, ich hätte jetzt gedacht, Abby ist entkommen, aber... Ich bin gerade hin und her gerissen, wisst ihr das? Das ist das Titelbild. Kann ich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Halt ihn heraus. Du hast sie mit reingezogen. Okay. Ah!
Scheiße. Alter, was? Scheiße, hört doch auf jetzt. Kacke.
Oh Gott, ist das traurig. Was trinkst du da? Kaffee. Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Sieht sich. Ja.
Krass. Ich muss gerade so ein paar Tränchen vergießen, ehrlich gesagt. Also, oh, ich bin hin und weg, ne? Das Ende, das hat es mir jetzt nochmal richtig gegeben. Also, oh, ich will gleich schon mal auf das Fazit. Also, ich fand die Erzählung super. Wie es gemacht wurde, okay, darüber lässt sich streiten. Andererseits, ich weiß nicht, wie ich es gemacht hätte, ehrlich gesagt. Das war eine Geschichte von zwei Frauen, die beide einen Grund hatten, das zu tun, was sie getan haben. Ich meine, gut, natürlich in der heutigen Zeit wäre sowas nicht drin. Du kannst nicht einfach mordend durchs Land rennen, aber... Oh, ja, ich kann Ellie verstehen, ich kann Abby verstehen. Die beide hatten... Also gerade Abby hat ihren Vater sehr geliebt. Ellie hat Joel sehr geliebt. Das hat man jetzt noch in der letzten Sequenz nochmal sehr deutlich gesehen. Aber es ist halt, oh mein Gott. Klar ist nicht ohne Kritik das Spiel. Ich will jetzt auch gar nicht auf die Kritik eingehen. Meine Kritik ist halt, also ich meine, die von anderen geäußert wurde, die Kritik, da will ich nicht drauf eingehen. Also meine Kritik ist, ja, es war sehr lang. Die Kampfszenen waren ein bisschen repetitiv zum Schluss. Es war halt sehr viel Geballer. Weniger hätte es vielleicht auch getan für mich. Ja, was ich ein bisschen schade fand, dass man jetzt gezwungen war, wie gesagt, die Leute alle umzubringen. Also die Freunde von Abby. Und ja, das fand ich halt sehr schade, dass man da nicht die Wahl hatte, sondern... Ja, aber das hätte dann vielleicht auch für zur Figur nicht so ganz gepasst von Ellie, dass sie halt so ohne Gnade einfach agiert. Und ohne Reue. Ja, gut. Ansonsten... Ich fand es eine richtig krasse, lange Reise, vergleichbar jetzt mit Red Dead Redemption von der Dramatik. Für mich, es hat sich langsam aufgebaut und wurde halt echt zum Schluss richtig heftig. So dieser Endkampf hat mich jetzt auch wieder so ein bisschen an Metal Gear Solid 4 erinnert sogar. Dieser lange, lange Endkampf. Obwohl ich den jetzt auch leider ein bisschen unnötig fand. Die waren beide sehr geschwächt und das war jetzt halt übermenschlich, was die beiden dann noch abgeliefert haben. Und ich fand es dann auch gut, dass Abby gesagt hat, hey, komm, lass es, wir kämpfen nicht miteinander, ich will das nicht, ja. Und dass sie dann einfach gegangen ist und das nicht beendet hat. Oder halt Ellie das nicht beendet hat, das fand ich auch sehr gut. Wie gesagt, die müssen jetzt keine besten Freundinnen werden, habe ich ja gesagt, aber zumindest das Trauma verarbeiten. Und ich fand es halt jetzt sehr, sehr schade, dass Dina weg war mit JJ, aber das ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, was soll sie da oben so ganz alleine? Sie ist wahrscheinlich wieder zurück nach Jackson. Scheint ja nicht weit weg gewesen zu sein und ich hoffe, Ellie besinnt sich auch und geht da jetzt hin. Aber ich könnte wetten, es gibt auch wieder einen dritten Teil. Fände ich jetzt nicht schlimm, wie gesagt. Klar gibt es Leute, die sagen, es ist, boah, die Serie ist tot für mich, ist gestorben, aber wenn man drüber nachdenkt, war die ganze Zeit eigentlich Ellie so die Hauptfigur, nicht immer Joel. Denn um Ellie ging es ja. Der Werdegang von Ellie so zum Erwachsenwerden, jetzt halt als junge Erwachsene. Schmerz verarbeiten, Trauma überwinden so ein bisschen. Oder Trauma verarbeiten, überwinden geht ja nicht. Aber einfach damit leben können. Ohne ständig diese Hassgedanken zu haben. Weil ich glaube, hätte sie Abby getötet, dann hätte das auch nichts geändert. Im Großen und Ganzen. Na gut, Leute, das war es jetzt von mir soweit. Ich weiß nicht, was ich da groß sagen soll. Ihr habt ja meine Gedanken die ganze Zeit gehört. Ich finde auch solche Fazits immer ein bisschen komisch. Also ist ja nicht so, als würde ich jetzt wie in einem Artikel so objektiv berichten über Fakten und dann würde ich am Ende nochmal so eine eigene Note drauf geben. Ihr kriegt ja die ganze Zeit mit, was ich dazu sage. Deswegen bin ich kein Freund von großen Redenschwingen hier am Ende. Nur meine Eindrücke halt nochmal ganz kurz geschildert. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausschweifend war und ja, da gab es ja noch die Debatte mit dem Gender, also diese Gender-Angelegenheit, dass Lev zum Beispiel, ne, also Abby ist so ein bisschen männlicher gebaut, Lev war eben ein Mädchen, hat sich aber entschieden, dann jetzt ein Junge zu sein sozusagen, also ist halt trans, ne, ganz klar, ist auch seine Entscheidung. Aber ich finde es halt auch unnötig, dass man darüber so viel Diskussionen macht, dass da Leute so hetzen und sagen, das Spiel, das wäre ja so ein Vorzeigeding oder halt das Gegenteil. Es ist doch unnötig, Leute. Man muss es doch nicht... Ha! Ich finde das Leben und Leben lassen, Mensch. Leben und Leben lassen. Ich finde es immer furchtbar, wenn da wirklich so viel Worte drum gemacht wird. Weil je mehr Worte man drum macht, desto mehr grenzt man aus. Wenn man es einfach annimmt, wie es ist und sagt, so, ich akzeptiere das, dann ist doch gut. Dann ist doch gut.
dann, das ist doch Toleranz und vielleicht auch so ein bisschen Nächstenliebe. Ja, es hört sich jetzt christlich an, aber es ist halt einfach genau das. Lass die Menschen doch sein, wie sie mögen. Solange es niemandem wehtut, scheiß drauf. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr seid da so ein bisschen grün mit meiner Meinung zum Spiel. Wenn nicht, habt ihr es wahrscheinlich sowieso nicht bis hierhin geguckt, aber ich fand's grandios. Es hat mir echt viel Freude bereitet. Auch wenn es halt erzählerisch so ein bisschen geschwächelt hat, eben durch diese wechselnde Perspektive. Aber das ist halt auch schon wirklich ganz gut gemacht, sage ich mal, aber natürlich nicht ohne Kritik. Ja, hätte man besser machen können, aber ich finde, die Geschichte hat so auch mehr, ist so runder, als wenn man jetzt nur Abbys oder nur Ellies Seite gesehen hätte. Alles klar. Ich danke euch sehr. Ich bin der Bruga. Ja, wie immer. Und jetzt mal sehen, jetzt war ja lange viel los auf meinem Kanal, jetzt wird es vielleicht ein bisschen ruhiger. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt wieder ein paar Horrorspiele mit Fratzencam raushaue und dann ab dem 13. bin ich eh die ganze Woche nicht da. Ich weiß nicht, ob da regelmäßig was kommt. Ich will mich jetzt auch nicht da wieder doof produzieren. Ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbringen. Ja, das ist das Wichtigste. Denkt an eure Lieben und hängt euch nicht so an Rachegedanken auf, wenn ihr jemanden doof findet. Dann lasst ihn doof sein und kümmert euch um euren Kram. Ist, glaube ich, viel schöner, als sich mit sowas da aufzureiben. Ja. Tschüss, macht's gut.